Willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert, und am Anfang steht wieder die Spielauswahl. Oh, Star Trek Online. Na, okay, das wird zwar wahrscheinlich eine Weile dauern, das runterzuladen, aber auf ins Star Trek Universum. Hey! Okay, es will nur 207 MB auf der Festplatte installieren. Ich vermute mal, dass da mal wieder nur ein Downloader runtergeladen wird und dann das eigentliche im Nachgang runtergeladen wird. Und okay, 124 MB, also mal schauen, was dann da noch dazu kommt. Und natürlich, es braucht mal wieder einen neuen Account. Okay, immerhin scheint der Account von Arc Games an der Stelle verwendet werden zu können. Schade, dass die keine vernünftige Steam-Integration haben. Okay, und der erste Download ist jetzt erstmal noch 13 GB. Also es dauert noch eine Weile, bis das Ganze dann startet. So, das Spiel ist soweit installiert, hat jetzt seine ganzen Patches und so weiter nachgezogen und ich kann jetzt meinen ersten Charakter hier erstellen. Und mache natürlich erstmal einen für meinen... ja, was überhaupt? TOS-Sternflotte, was heißt TOS an der Stelle? Dann die klassische Sternenflotte. Romulanisch, Klingonisch, interessiert mich im Moment erstmal weniger. Männlicher Mensch. Männlicher Androianer. Was ändert denn hier TOS? Vulkanier. Ja, ich glaube, einen Vulkanier würde ich eigentlich am liebsten spielen. Mal gucken, sind die jetzt hier auch schon mit dabei? Trill. Vulkanier, jawohl. Rasseninfo. Ach je. Beeindruckende Präsenz, belastbar, hohe Gesundheitswerte. Körperlich, oh je, also das werde ich mir nicht alles anschauen. Ich werde tatsächlich einfach mal den Techniker, Wissenschaftler, ja, Wissenschaftsoffizier der Sternenflotte. Schützen ihr Schiff und ihre Mannschaft, indem sie Feinde schwächen oder für einige Zeit lahmlegen. Also wissenschaftlicher Vulkanier. Aussehen. Oh. Sierra. Experimentell. Odyssee. Also das nächste Jahrhundert hat mir eh immer am besten gefallen. Ein bisschen heller. Augen. Strahlend hell. Und keine Ahnung, ob Vulkanier blaue Augen haben. Na, ich glaube, der klassische... Ja, manchmal ist zu viel Auswahl einfach zu viel. Hier kann ich das noch im Detail einstellen. Oh mein Gott, was für eine Vielfalt. Also, Spielephilosoph, USS Philosophy. Also nochmal anschauen. So sehe ich jetzt aus. Ähnlichkeiten? Naja, kaum. Energie! After I left Starfleet, I made it my life's work to reunite the Romulans with their Vulcan brothers. For many years, I lived among them and waged the campaign of peace. Live long. 21 years ago, the star of the Hovis system went supernova and sent a wave of devastation across the quadrant. I promised to save the Romulan homeworld. I failed. The planets Romulus and Remus were destroyed. Countless billions were killed. My home, my friends, my life, all are memories. Time does not stop for one man, and neither does history.
The chaos in Romulan space gave the Klingon Empire an opportunity to expand its territory. Jimpok, the Chancellor of the High Council, traded diplomacy for the tip of a blade. Only in battle, Jimpok says, is a Klingon truly Klingon. The Federation did its utmost to preserve its alliance with the Klingons, but war was inevitable. Romulans want revenge for their lost world. The Dominion is rebuilding its forces. Now the Borg have reappeared, and the Alpha Quadrant balances on the edge of ruin. Warning, ship is under attack. The fate of the galaxy rests in your hands. Okay, dann mal los. Welcome to Star Trek Online. Today is graduation day and you soon will be embarking on your training cruise. When the bulk of the ship is back. Also, dann lasst uns mal einsteigen. Tutorial, Abschlusstag. People you can interact with have icons above their heads. Okay, dann. Finally, I was beginning to think you forgot what today was. Wie könnte ich? Ich habe mich doch jeden Tag des letzten Monats daran erinnert. Achso, nee. Ihr habt mich doch jeden Tag des letzten Monats. Okay, also, was soll ich tun? Gut, sprich mit Kadett Radzicki. Radzicki finden. Kadett Scott Noak? Nee, das ist ein anderer. Was ist mit dem? Mit Kadett Notes? There you are. I wanted to thank you for helping me pass that final, and for all the other times you've helped me. I've always admired you. I hope Starfleet recognizes all you've done to lead our class. Okay. What ship did you get? Ich weiß es noch nicht. Before you report to Lieutenant Farah and get your assignment, you should find Tevrel. She wanted to Alles talk klar. to you. She's good. Mit dem anderen noch sprechen. Mit wem soll ich denn noch alles sprechen? Kadett Scott. Kadett Tribbel. Hi, ich bin's. Greetings. Hallo. It was good of you to encourage me to retake the first final. I was willing to accept my original results, but you saw Sehr that gut. I was not at my best that day. My score increased by 12 points. Morik would like to see you as well. He is ahead of us on the path. Live long and prosper. Ja, du auch. Also, Kadett Morik. Dominika zeigt ihm das Missionsziel befehlen. Ein Pfeil erscheint auf der Minikarte, wenn sie sich zu weit entfernt haben. Okay. Auszeichnung erhalten. Willkommen bei Star Trek Online. Angenommene Mission. Tutorial Abschlusstag. Hallo. There you are. Getting excited yet? Ich bin super aufgeregt. Wo ist mein Schiff? Wo kann ich loslegen? Holen Sie sich hier Trainingsauftrag von Lieutenant Farah. Okay. Wo steckt die? Kann ich irgendwie laufen? Jawohl. Hey, ich kann auch dashen. Leutnant Farah. Good afternoon, Cadet. What can I do for you? Ich will meinen Trainingsflug absolvieren. Assignment list here. Okay, spiel Philosoph. Interesting. Taggart vorstellig werden sollen. Er ist im Büro. Okay. Gut, auch zu Captain Taggart. Die richtige, ihre Ziel ist auf dem Kompass ebenfalls ersichtlich. Alles klar, habe ich schon gemerkt. Da steht so ein komisches Ausrufezeichen rum. Äh.
klingeln. Gegenstände, mit denen sie interagieren, sind von einem leuchtenden Aura umgeben. Bis eben war die leuchtende Aura aber noch nicht da. Du hast aber einen Hüftsprung, Baby. Kann ich auch aus der Ich-Perspektive laufen? Nee. Und dann lieber weiter nach oben. Hallo, Captain Haggard, Taggart. Cadet. Jop. I did. I've been following your progress here at the Academy. And I must say, I'm just looking at your final tests. Allerdings alles gefallen, dass sie nie Phaser-Training für Fortgeschritte durchlaufen haben. Es ist ein Kurs. Und meine Verständnis nach hat es ein Großteil der Klasse diesen Kurs nie absolviert. I want everyone on my senior staff to run their program. And I want to see good results. No exceptions. Jeden Mitglied meiner Brückenmannschaft aktiviert werden. Sagt die erste Offizier. I did. Like I said, I've been following your career. Ich habe sie mir genau angeschaut, aber es macht mich zu angewohnt, die Regeln zu brechen. Okay. Die taktische Offizier? So, wer ist das? Another fine cadet like yourself. Es ist Elisa Flores. Okay. Also auf zu Elisa Flores. I'll tell Flores to meet you out in the quad. Talk to her. Alles klar. Nicht so viel rumgeschwafel, sondern auf geht's. Plus. Minus. Komm, sprint mal, wir haben es eilig. Die Stunde läuft schon. Ah ja, Elisa, hi. I got the tactical officer spot, just what I wanted. Schön für dich. Aber ich muss das Phaser-Training für Fortschritte erst bestehen. You never did that? I thought you were Mr. Extra Credit. Everyone knows that Captain Taggart expects all his top people to pass that program. Don't worry, you'll do fine. Na los. Seems most of our class ended up on Captain Taggart's ship. Ach komm, lauf nicht so langsam. Have you seen the whales in San Francisco Bay? I never seem to spot them. Die Wale, die von der einen Raumschiff Enterprise zurückgeholt wurden. He seems like such a fixture here at Starfleet Academy. To sprint, tap the shift key while moving. Drücken Sie die console buys the first round tonight. Drücken Sie die Umschalttaste, um zu springen, während Sie sich bewegen. Wieso Umschalttaste? Mit der Umschalttaste laufe ich doch im Moment. Zack. Okay, ich lasse das Programm anlaufen. Ich hoffe, Holodeck 2 ist Ihr Glücksdeck. Ich werde eine Phaser-Pistole benötigen. Okay. Auf geht's. Drücken Sie V, um das Gebiet zu scannen. Ihr Tricorder zeigt Ihnen den Weg zum nächstgelegenen Ziel. V. Es gibt im Gebiet null Anomalien. Ah ja. Was ist das da? Sternflotte rufen. Das sind die Stores. Na dann. Also Holodeck 2. Ran! Ha, da klingelt was. Pistole nehmen. Super, das Ding ist nicht mal offen und ich zauber das einfach in meine Hand. Na gut, also auf. Pistole wurde automatisch ausgerüstet. Gehen Sie zur Mitte des Raums. Mit dem Programm beginnen. Hui. Rechte Maustaste auf ein Ziel, um Ihre Waffe abzufeuern. Weg. Okay, gibt es hier irgendwas?
Sie einen Kampf mit bestimmter Aktion gesperrt. Sobald Sie aus einem Kampf austreten, stehen mehr Informationen zum Bodenkampf zur Verfügung. Okay. Mehr über Bodengefechte erfahren. Okay. Okay. Right-click your currently targeted. Secondary attack. Expose. Lesson 4 of 6. Die vielen sekundären Gruppen und andere Fertigkeiten können wir in meinem Ziel exponieren und Zustand belegen. Gibt es Kennzeichen. Okay. Exploit. Lesson 5 of 6. Many weapons have the exploit property on their secondary attacks. These properties take advantage of flanking. Lesson 6 of 6. Wenn als Flankiert betrachtet, bleibt es mehr Schaden. Okay, gut. Das war alles. Okay. Okay. Hallo, Mr. Taggart. Well done, Cadet. You're not going to break the Academy record, but your score was more than satisfactory. So. Absolutely. I have a new first officer. Okay. Congratulations. Ich denke, die andere ist... Yes. Ach nee, die ist taktische Offizier. You should be proud of your accomplishments here, Cadet. You have a promising career ahead of you in staff. Gut. Und was mit dir? Officer, way to go. Just a little. Nicht schlecht. Nun können Sie uns herumkommandieren. Ja. Ich stehe nun unter großem Druck. Ich hoffe, ich werde dem gewachsen sein. Was kann ich dazu sagen? Der Captain sieht Potenzial in mir. Alles klar. Wir werden Ihre Aufgaben meistern. Abflugtoasts. Okay, toasten wir den Abflug. Echt? Ja, die Richtung, aber nicht die Entfernung. Auf geht's! Sei doch nicht so langsam! Turbolift zur Shuttle-Rampe. All the senior staff is waiting by the bar. I know Vulcans don't get nervous, but the rest of us do. And this is our first. Okay, machen Sie bloß niemand Angst. Wir müssen keine restliche Karriere leiten, aber nur keine Sorge. Okay, just don't. Ich soll einen Toast auf die Abschlussklasse von 2409 aussprechen. Na prima. Na dann, Prost. Muss ich mir, einen Toast aussprechen. Darf ich bitte mal um Ruhe bitten? Ruhe retten beginnen. Während der letzten 4 Jahre hatte ich ausreichend Zeit zu erleben, wie jeder von Ihnen in bestimmten Situationen reagiert. Kadetten weiter motivieren. Kadetten wachrütteln. Ein Glas für die Abschlussklasse erheben. Anstoßen. Sowas. Okay. Gut, mit Kadett Travel sprechen. Mit Kadetts. Mir ist der Posten des Kommunikationsoffiziers zugewiesen. Ich werde leitender technischer Offizier sein. Sicherheitschef. Sie sind allerdings zum ersten. Um ehrlich zu sein, ich bin etwas erleichtert, denn wie ich höre, ist es über pedantisch. Zum stellvertretenden medizinischen Offizier. Und Anna? Stellvertretender Steuermann. Anne Potter. Ein Glück, dass du nicht Harry heißt. Okay, dann weiter. Ich bin schneller als ihr. Hallo, Deckoffizier. Auf geht's. Okay, also wie auch immer, was jetzt passiert ist, auf jeden Fall bin ich mit den Shuttles irgendwo hingekommen. Okay, dann bis zur Brücke. Mit dem Dienstoffizier in der Shuttle-Rampe sprechen. Okay. Name and position? Kadett, Spielephilosoph, stellvertretender Erster Offizier. Ach, stellvertretender Erster Offizier? I have your record right here, sir. Welcome to the ship.
Hi. Captain Taggart is waiting for you on the bridge. Okay. Use the turbo lift behind me. It will take you directly there. Yep. Dann auf zur Brücke. Gehen Sie zur Brücke. Öffnen Sie die Tür. Gehen Sie weiter. Sprechen Sie mit dem Captain. Hallo Captain. Welcome to the bridge, number one. Hi. Early in my career, I served with a captain who called his first officer that. I always liked it. As my number one, I expect you to ensure my orders are carried out and to advise me on the best course of action in any situation. Yep, ich werde dir gute Empfehlungen geben. Get clearance from control and close the shuttle bay doors. Then disable the tractor moorings. Derweil holen Sie von der Verkehrskontrolle für die Philosophie die Freigabe für das Verlassen des Docks ein. Floris, schließen Sie die Türen der Shuttle-Rampe. Wir haben die Freigabe der Verkehrskontrolle der Erde, Sir. Very good, number one. Gut, Floris, senden Sie das Signal zum Schließen der Türen. Alles klar. Weiter. Super. Ich hoffe, du wiederholst es nicht für jede Aussage. Potter, warten Sie, bis ich die Traktorverankerung deaktiviert habe. Okay, Traktorverankerung freilassen. Ich muss im Stehen arbeiten. Freisetzen. Okay. Mit Captain Taggart sprechen. Potter, take us out. One quarter impulse. Captain, darf ich Sie erinnern, dass die Sternflottenvorschriften in der Nähe des Raumdocks nur den Einsatz von Schubdüsen erlauben? Just checking to see if you were paying attention, number one. Jo. Take us out. Maximum thrusters. Right click on the chair. Zack. Ui. Auf in die unbekannten Welten, Weiten des Universums oder sonst wohin. Bis zum Ende der Galaxis und weiter. Good. Let's start with something easy. Set course for Vulcan. Course lead in, sir. Engage. Angriff? Du willst Vulcan angreifen? Ich hoffe doch wohl nicht, oder? Oder ist es einfach nur die falsche Übersetzung? Picking up a distress call from the SS Break-Even. Audio only. Let's hear it, Tavrell. This is the SS Break-Even. Our warp core is failing, and we are in need of assistance. Let them know we're on our way. Potter, lay in a rendezvous course. Altering course, sir. ETA 3 minutes. Transporter room. Prepare to beam over survivors. Sir, sensors can't read anything in the vicinity of the Break-Even. Communications are out as well. Keep trying to hail them, Tavrell. Number one, let's discuss the situation. Okay. Was soll ich dazu sagen? You heard the distress call, number one. What do you think we should do? Ist, ja. Ist ein Test, Sir? Gehört das zum Trainingsflug? Absolutely not. Überhaupt nicht. We're the closest ship to break even, so it's our duty to assist. Good. What do you advise? Wozu werden Sie jetzt raten? Ich empfehle, auf roten Alarm zu gehen, voller Energie und die Waffen und Protonen. Schilde sind hochgefahren, Captain, sicher ist sicher. Ich hätte gern weitere Informationen, bevor wir hineinsteuern. Ich empfehle, eine weitere Stunde zu scannen, um uns ein besseres Bild zu machen. Schilde stärken scheint eine wichtige Vorsichtsmaßnahme zu sein. Ja, Sir, das könnte ein Falle sein. Gut. Okay, weiter. Den Turbolift zum Transporterraum nehmen. Aber ich habe zwei Turbolifte, ist egal, welchen ich nehme. Sollte in Reichweite sein, geben Sie mir ein Update. Hat zwar nichts gesagt, aber immerhin. I'm getting some weird readings. I can't get a solid lock. There may be interference. Trying to compensate. I think I have it. This is a lot different than the training scenarios. Beaming them over now. Klingons!
Klingonen, oh nein! This vessel is now property of Captain Kadek of the IKS Chot. Sowas. Das wollen wir doch mal sehen. Barak, bitte melden, was ist passiert? Wie kann ich helfen? Sie haben die Kommandocodes, um einen Waffenkammer in ihrer Nähe zu entsperren. Wir werfen sie selbst. Wo sie fest sind. Okay. Wir haben noch Waffen. Wir tun, was wir können. Okay. Schlagen Sie die Klingonen zurück. Okay, erstmal die Waffenkammer entsiegeln. Flott, flott. Kommando kurz eingeben. Tat. Okay. Gehen Sie zum Waffenschrank und Gewehr holen. Phaser Scharfschützengewehr. Um Schnellausrüstung zu verwenden, drücken Sie zuerst die Taste U, um Ihr Statusfenster anzuzeigen. Juhu, Waffen. Klicken Sie auf einen der beliebigen Gegenstand der Brücken- und Schiffsoffiziere. Wenn Sie das Phaser-Scharfschützengewehr MK aus, können Sie dies nicht verkaufen. Okay. Auf einen beliebigen Gegenstand platzieren. Captain, Schiffs- oder Brückenoffizier. Okay, es funktioniert mal wieder nicht, weil das Y und Z vertauscht ist. Blöde Lokalisierung. Irgendwie liegen Gegenstandsplatz. Und ich bekomme die Sachen angezeigt, die ich ausrüsten kann. Und sonst kann ich das im Inventar machen und so weiter und so fort. Okay. Was soll ich sonst jetzt machen? Weiterlaufen. Mit Sicherheitskadett sprechen. Trottel. Optional, Gegenstand aufheben. Ups. Der Gegenstand ist für Sie liegen geblieben. Ey, mein Gegenstand! Toll. Gegenstand nehmen. Ein mittleres Hypospray. Verbraucht bei Nutzung 120 Trefferpunkte. Wir haben ein Hypospray. Dieser Gegenstand kann dazu benutzt werden, jegliche Verletzungen, die euch zugefügt wurden, zu heilen. Habe ich irgendwas wie ein Schild? Okay, Enter-Kommandos abwehren. Kann ich mit dem irgendwie interagieren? Hey, komm mit. Ha, so kann ich springen. Also, machen wir mal das Gewehr scharf. Und, okay, das ist abgedichtet. Oh no, da hinten stirbt jemand. Back. Okay. Das war's. Okay, wie geht's dir? Okay, den soll ich heilen. Gut. Hier war doch eben noch ein Schütze. Zuhören von bestimmten Rechten kann sich auf die Umgebung auswirken. Schütteln Sie die EPS-Leitung in der Nähe der Klingonen, um diesen Schaden zuzufügen. Welches ist denn die EPS-Leitung? EPS-Leitung. Das sind die Dinger da hinten.
Zack. Okay, warten, bis das Plasma-Leck umgeleitet wurde. Mit Captain Taggart sprechen. Number one, we're doing our best to cripple this Klingon Marauder, but I need your help. Time to show off that Academy training. Es ist an der Zeit, dass sie uns mal zeigen, ob sie das Ganze akzeptieren. Genau. Ich bin Wissenschaftler. Jetzt wird sich das zumindest auswirken. Manchmal sind spezielle Missionen, die auf ihre Karriereklasse zugeschnitten sind. Den Turbolift betreten. Und dann mal los. Zu den Schildkondensatoren. Ey, ihr sollt euch doch nicht gegenseitig erledigen. Ganz entspannt. Was soll ich machen? C drücken. Okay, irgendwie glaube ich, stelle ich mich noch nicht sehr gut an. Okay, das andere wäre wahrscheinlich ein Nahkampfangriff gewesen. Gewehrkolbenschlag, ja. Kleines Hyperspray. Wie sieht es denn aktuell aus? 100. Ah, ich heile einfach so. Okay, gut. Was sind das denn hier alles noch für Sachen? Erfahrungsboost, Auszeichnung. Okay. Kadett. Auszeichnungen. Sternschuppenbelohnungen. Warte mal, was? Sternenleutnant. Raumfähigkeit 9000, erhaltene Erfahrung. Erster Brückenoffizier. Okay, das hier war noch kardiopulmonale Wiederbelebung. Wirkt sich auf toter Freund aus. Ein Maximal. Beleben Sie einen bewusstlosen Verbündeten wieder, für 2 Sekunden immun gegen jeglichen Schaden, für 2 Sekunden ausgeheilt. Was? Ausgestellt. Tor durchbrechen. Überbrücke die Richtlinien. Oh, da sind ja noch mehr. Wie geht's denn den anderen? Ich hoffe, die sind sonst ganz in Ordnung. Wissenschaft, geschwächte Schilde verstärken. So, nochmal geschwächte Schilde verstärken. Und dann jetzt da hinten noch die anderen Schilde verstärken. Gut. Yep. On my way. Okay, also einmal umschalten und dann kann ich rennen. Turbolift zur Brücke. Klingonische Enterkommandos besiegen. Oh nein, die haben den Captain geklaut. Niedergeschlagen. Noch mehr. Auf jeden Fall macht er sowas wie Auto-Targeting. Zustand rot. Die verwundeten Brückencrew pflegen. Heilen Sie den Kadetten.
So, und der andere liegt da vorne rum. Hier wird nicht geschlafen. Aufstehen. Incoming transmission from the Klingons. Okay. Indem wir Enterkommando abgewehrt haben, aber bedenkt sie, es ist immer noch getan, sie werden uns nie finden. Geben sie sich oder wir werden den Captain töten. Jetzt haben sie ihn erschossen. So bekomme ich also mein Schiff, in dem der Captain gleich von den Klingonen erledigt wurde. We have target lock, Captain. Fire. Okay. Getroffen. Direct hit! Casualties on all decks! Shields! Shields! Fire our weapons! Weapons and shields are offline! Juhu! Zeit, das Schiff zu besuchen! We've lost their signal. What now? Mit Alice Flores sprechen. Wo steckt die denn? Wir haben überlebt. Der Captain ist hinüber. Captain Taggart knew what happened, and he gave the order anyway. Und er hat ihnen das Kommando anvertraut. Angenommene Mission Tutorial, das Kommando übernehmen. Die Mission Tutorial Trainingsflug wurde gelöst. So schnell bekomme ich ein Schiffskommando. Okay. Super. Sprechen Sie mit dem ersten Offizier. All decks reporting in, sir. We took some casualties and sick bay is full. Leider, der uns überfallen hat, verursacht haben. But some are worse than others. I have been trying to get a distress call out, Captain, but something is jamming all frequencies. Wie ist die Status des Klingonen Schiffes? But I think she took some real damage. Okay. We're in rough shape. Still running diagnostics, sir. Took us some time to get the systems back online. Okay. Hailing the break even now, Captain. Alles klar. So, wie ist der Status? Ich war gezwungen, das nicht zu sagen, sonst hätte ich die Film. So schon. Idiot. Genau, Schiff und Leitung, aber so prima. Ja, ja. Wir können ihr Schiff mit der E-Taste beschleunigen und mit der Q-Taste abbremsen. Nutzen Sie die, um Ihr Schiff nach unten oben fliegen zu lassen. ASD nach rechts und links. AD, okay. Gut. Das Schiff vorwärts bewegen. Also beschleunigen. Ne, das war nach hinten. Okay. Beschleunigen. Energie. Okay, das Schiff wird bewegt. Und es bewegt sich vorwärts. Vielleicht nicht ganz so schnell. Helm, full stop. I've stopped us this time, sir, but from now on you'll be responsible for adjusting the speed of the ship. Ja. Ich hab's ja auch schon runtergefahren. Tu doch nicht so. Wir brauchen schon mal 3 oder 4 Wagendrückte Spuren. Okay. Beamen.
Du Drecksack. Well, looks like we're on our own. At least they said thank you, I guess. About that cloaked ship full of Klingons? Almost done, Captain. Level 2 diagnostic shows that almost all of the plasma injectors are kaputt. Damaged beyond repair. Not enough. Ja, sie werden sinnvoll das alles aufnehmen, ich glaube, es können wir haben ebenfalls adaptiert. Okay. Und sie wollen, dass ich sie konkret nach Plasma World Jump scanne. Ah, okay, das heißt, hier sind noch mehr Schiffe, die ich dann hoffentlich anfliegen kann. Scannen nach Teilen. Uiuiuiuiui. I found some suitable debris in the boneyard nearby. Na dann, destroy three of those nacelles, and we should get the parts we need. Gut. Press the space bar to fire energy weapons. Plünderung, Waffensysteme des Schiffs an den Wrackteilen testen. Sehr schön. Ich hätte eigentlich erstmal gedacht, dass wir irgendwelche Sachen bergen. Wrackteile. Ah, okay. Taking through scraps we've left behind. Yeah, that guy's getting annoying. Okay. So, wie dicht muss ich denn ranfliegen, um mit den Dingern da zu interagieren? Gegenstand nehmen. Nehmen. Noch ein. Und Gegenstand nehmen. Jawohl. These plasma injectors will do the trick, sir. Gorgeous technology. Type R. Weiß nicht, auf einen fertig hat er das automatisch feuern. Ah, okay. Auf sich selbst benutzen, wenn andere Waffen abgefeuert werden. Kinetischer Schaden automatisch abfeuern. Ah ja, kann ich ein- und ausschalten. Plasma-Torpedos und Phaserstrahlenbank. Ah, es ist großartig, aber erinnert sich noch an die Klingonen, die uns umbringen wollen? Ja, dann arbeiten sie schneller. Ja, genau. Okay. I'll need some time to get everything installed and run a level 1 diagnostic. We don't want to blow up the moment we hit warp 1. Okay, dann mach fertig. Ich bin dann wir sind schneller wieder an Spawn 4. Okay. No way to call for help. Oh, don't. Of course we can. We're the class of 2409. Okay, dann zerstören wir die. Okay, wir dürfen höchstens 10 Kilometer entfernt sein. Gut, der. Wenn sie ihr Torpedo. Wenn sie ein Torpedo und Schilde ihres Feindes ausgefallen sind. Okay, das heißt, der bringt da nicht viel. Gut, dann noch ein. Okay, jetzt funktioniert es doch. Nice shot. Two more jamming satellites left. Okay, weiter schießen, nicht aufhören. Target shield has failed. Gut. So. Dicht daran würde ich sagen. Aber das Ding ist jetzt eh gleich im Eimer. Vergessen. Long range communications are operational, sir. Shall I send the distress signal? Wozu? Na, okay, dann sende halt das Notsignal aus. Aber ich will eigentlich viel lieber den Klingonen fertig machen. Klingon ship took some real damage. Warum die Torpedo können sie ein Plasma finden? Okay, dann hinterher. I'd rather not die to Klingons on my first. I'll send the source of the plasma signature to navigate.
It's pretty far out, sir. We should use the ship's full impulse power to reach it. Ja, los. Systems, but vastly improve our speed. Once we drop out of full impulse, the power will return to other systems. Okay. I can make your death swift. Activate full impulse by clicking on the arrow. Deactivate full impulse by clicking on it again. Okay. Den vollen Impuls nehmen wir auf den Pfeil klicken. Ui. Oh. No. Wo kommen die denn plötzlich her? Feuer. Hä? Okay, ich glaube, mein Schiff geht gleich drauf, wenn das so weitergeht. Wer erwartet denn, dass die hier gleich so ein Feuerwerk veranstalten? Achso, das ist mein Feind. Ich bin noch bei 98%. Naja, okay. Ich bin doch nicht so sehr in Gefahr. Gut. So. Einmal wenden, bitte. Also die Phaserbänke kann ich ringsrum abschießen, abfeuern. Aber die Laser kann ich nur von vorne abfeuern. Und die Dinger kann ich aktuell gar nicht abfeuern. Jetzt bin ich wahrscheinlich eh zu dicht dran. Ja. Ich werde schon noch hinterherkommen. Aktivieren Sie verstärkte Torpedo, indem Sie auf das Symbol klicken und Alt drücken. Erhöht für die nächsten 30 Sekunden die Schadenswirkung des nächsten abgefeuerten Torpedos. Ja, wo denn? Torpedo verstärken ist auf der anderen Seite, Keks. Ah, da hinten ist der Feind. So, automatisch abfeuern. Was nützt es mir denn bitte, dass die automatisch verstärkt wurden? Braucht mehr Zeit, um die Plasma zu entzünden. Versuchen Sie nichts zu beschädigen. Sehr lustig. Wie wäre es denn mit ein bisschen mehr Schießen? Ich dachte, die Dinger werden automatisch abgefeuert. Irgendwie sehe ich nicht so richtig, wo, in welche Richtung ich gerade fliege. Anscheinend sind ausgefallen. Ja, dann schießt doch einfach mal das Zeug ab, was abgeschossen werden kann. Und hier waren die Schilder. Okay. Ah, da sind jetzt, wo die gelbe Anzeige aufleuchtet, nehme ich an. Aber es ist immer noch ziemlich umständlich, das Ganze zu aktivieren. Im Moment, jetzt habe ich hier irgendwas verzogen oder was? Bringen Sie auf ein Schild, der angeschlagen ist, um Energie dort hinzufügen. Da ziehen wir von Ihren restlichen Schilden ab. Ist ja jetzt nicht so sehr notwendig. Aber gut zu wissen, dass es geht. So,
So, jetzt kann ich die Schilde, die Torpedos wieder verstärken. Aber ich kann die Dinger nicht bereit machen. Auf jeden Fall ist der auch schon geschwächt, der Schild. Und ein Glück, dass wir noch nicht mit so einer... Okay. Ja, fürs nächste Mal mit dem ersten Offizier sprechen. Incoming transmission, sir. It is from Starfleet. Hallo. This is Captain Volok of the USS Renown. Do you require assistance? Ja, wir haben mit klingonischen Plündern einen kurzen Prozess gemacht. Okay. And did you follow his orders? Jawohl, wir haben auf seine Position gefolgt. Dies gab uns den Vorsprung, den wir zur Flucht brauchten. So, I take it you are in command now. Ja, ich bin jetzt der Captain. We will escort your ship to Earth space dock. Der Klingon stellt sich gerade, er ist immer noch da draußen. And if he reveals his position, jawohl. Treffen Sie sich mit der Renov. Sich mit der Renov treffen. Ja, treffen Sie sich mit der Renov. USS Renov. 3 Sterne. Oder 3. Ja, halt ein Schlachtschiff eben. Ziemlich flaches Schlachtschiff. Oh no! Unterstützen! Wir hatten hören sollen. Also als Teil dieses offiziellen Sternflotte zu sein. Ja, lange sollte es jetzt nicht mehr dauern. Jawohl. Voller Stopp. The Renown will escort you back to Earth Space Dock. But first we must inform the USS Kittimer that... One moment. My communications officer informs me that we are unable to contact the Kittimer. Okay. We will proceed to their coordinates to determine if they require assistance. And your ship will accompany us. I hereby grant you a field promotion. This will give you the proper authority over your crew and final decision-making ability for your ship until we reach Earth Space Dock and report to Admiral Quinn. Okay, also Erfahrung 8000, Expertise auch gewöhnlich, Hyperimpulsantrieb, was ein ungewöhnlicher Impulsantrieb, Phaserstrahlenbank, Phaser-Spalter-Strahlengewehr und eine Zava. Was ist denn eine Zava? Oh, ein technischer Brückenoffizier der Sternenflotte, Kadett Zava, genauer gesagt. Gut. Sie haben Zava erstellt. Klicken Sie zur Wahl oder drücken Sie F. Was? Pollux und sein Schwestersystem Beta Gamma sind Zwillingssterne. Gut, so schön, soweit. Okay, also das ist jetzt mein neuer Offizier, mit dem ich glaube ich jetzt nichts speziell machen muss. Die ist dann einfach da. Und hier ist sozusagen die nächste Mission, die dann auf mich wartet. Ah, hier habe ich jetzt die 3. Das heißt, Zava ist jetzt dabei, erhöht die Schildenergie und den Schildwiderstand. Ziel selbst, 300 Schildrelegation alle Seiten. Repariert deaktivierte Schilde. Verringert den Schaden gegen Schilde für 30 Sekunden. So, das heißt, hier fehlt mir noch einer. Fernrichter wissenschaftlichen Station.
Fähigkeit der technischen Station und Fähigkeit der taktischen Station, die meine Dingsbums zugeffert. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum hier jetzt die 1 drauf liegt. Also talking about the DOF assignment, yes, I'm at the data cluster in the communities. Ich würde jetzt mal vermuten. Ah ja, genau, das habe ich vorhin dann wahrscheinlich versehentlich vertauscht, als ich mit dem rechten Item da irgendwie gearbeitet habe. Okay. Info. Wir können Ihr Schiff per Autopilot in bestimmte Bereiche des Sektorenraums fliegen lassen. Zur Autonavigation drücken Sie den Öffnen Ihrer Karte. Habe ich das jetzt schon? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Kateriensystem, da. Auch Spieler zentrieren. Ich bin im Moment da unten, da oben. Und ich soll jetzt ein Break-Even-Pollock-System kurz auf Pollock-System setzen. Ich glaube nicht, ich bin noch schon da, oder? Ebene wechseln. Ui. Abbrechen. Maßstab. Alpha Quadrant. Nein, abbrechen. Aber das sind dann noch ganz verschiedene Alpha Quadrant. Das heißt, da ist dann der Anschluss für weitere Karten. Achso, Moment. Karte der Galaxie. Ah ja, Alpha Quadrant, Beta Quadrant, Gamma und Delta. So sind die also miteinander dann hier verbunden. Solane Dyson-Sphäre. Cool, eine Dyson-Sphäre. Wie lange dauert es denn, bis ich dahin fliegen darf? Also das war Alpha. Und die Dyson-Sphäre ist der Gamma-Quadrant, oder was? Dyson-Sphäre, Gateway. Okay, das sind die verschiedenen Sektoren, die dafür relevant sind. Systemliste. Okay. Weiter. Achso. Astrometrie deaktivieren. Mhm. Gut, also beginne. Untersuchen Sie, was mit der USS Kitomer geschah. Gehe zu Pollock-System. Bin ja jetzt schon im Pollock-System. Beginne Kommunikationszusammenbruch. Captain, the USS Kittimer is dead ahead and the Renown is beside us. Our orders are to make contact with the Kittimer and find out why they've not responded to our hails. Okay, also auf zur Kittimer. Nicht so schnell. Viertelimpuls reicht. USS Reno rufen. Boosten Sie das Signal einmal durch die Statik. Yes, sir. I will require approximately 15 seconds to make the necessary adjustments. Dann mach. Ah, Captain Volon. Captain Taggart. What are you both doing here? Ich, Captain Taggart. Ich bin Commander der Philosophie. Captain Volok gab mir den Auftrag, mit Ihnen zu eurem Standort zu kommen. Always good to follow the orders of your superior officers. Ich verstehe, es ist immer gut, den Befehlen Ihrer Vorgesetzten zu folgen. These cadets were the unfortunate victims of a Klingon ambush. Captain Jim, wie ist Ihr Status? I'm troubled by the anomalies in this system. Und deswegen geht es systematisch vor. Nein, Sonden gestartet. Und da sie aktiv sind, können wir aktiv ins Kleine warten. Okay. Aber als ich gesagt habe, wir die Renown und die Daten zur Analyse ermitteln. Nein, keine Fragen, Sir, meine Crew schafft das. Das können wir bei einem Schiff. Sehen Sie doch mal. Forschungsmission. Verstanden. Also, Daten sammeln. Eine Forschungsmission. So. Wieso? Hey, Sie können Ihre Schiffsenergie festlegen, um auf Angriffe zu reagieren.
Wieso sind die denn jetzt weggeflogen? Okay, also gut, dann erstmal irgendwie da in diese Richtung fliegen. Und mal gucken, dass es da irgendwas zu scannen oder zu untersuchen gibt. Ach, da ist doch was. Da hat doch gerade was aufgeblitzt. Hier wäre es mal interessant, hier noch zu sehen. Gameplay Announcement. Okay, da ist eine von den Bojen. Okay. Stopp! Punkt Alpha Scan. Reports indicate traces of gamma radiation, but there's something off in the readings. Ah, okay. Das heißt, okay, das heißt, die, keine Ahnung. Also gut, einfach die Daten scannen. Aber das bedeutet, wenn ich hier auf Impuls gehe, ist das natürlich viel mehr als nur hier. Ach, das ist gerade mal 12,5-facher Impuls. Und das hier unten? Okay. Das heißt, das ist ein... Was sind denn das für blöde Announcements? Das kann doch echt nicht wahr sein. Da unten ist er. Punkt Beta Scan. Okay. Ich habe festgestellt, dass sich hierbei um ein Problem mit dem Tachyoneinschlag des Scanners handelt. Aha! Gut, dass ich Wissenschaftler bin. Nehmen wir uns hier keine gute Arbeit. Gut. Punkt Gamma-Scan. Das dürfte dann wohl Punkt Gamma sein. Oh, no, 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 no. Nicht immer so hektisch. Oh, da ist ein Verbündeter. Die Datensammlung. Also. Stopp. USS Philosophy. Ja, leider gibt es hier überhaupt keine Entfernung. Scan doch mal. Sehr schön. Picking up a transwarp signature. It's right on top of us, the board. Feuer! Ja, nur dass ich mit der Maus ja nicht lenken kann. Kann ich wieder Photonen einsetzen. Gut. Nicht so gut.
Ja, warum sollte ich jetzt... Oh, ich soll die... Dingsbums verteidigen. So, da sind Feinde. Nein, das Schiff ist nicht under attack. Ich attackiere! Sehr gut. Dann Feuer. Feuert, was ihr könnt. So gut. Next one. Noch ein. Jawohl. Gibt es noch ein Ziel? Nee. Datenbergung. USS Kittimer. I'm requesting assistance from any Federation vessel in range. I've lost contact with the bridge. I am unable to contact Commander Davis for new instructions. Okay, das klingt so, als hätten die Borg etwas übernommen. Overwhelmed by Borg boarding parties. Okay. These Borg are different than the ones in my history records. They seem disconnected somehow. They're strange. I am an emergency medical hologram. Tja, ich bin kein... The Borg were brutally efficient on the Kittimer. Emergency medical hologram, maybe. I will send teams to aid the Kittimer. You will have to finish the scans. We need to know the extent of the Borg presence here. You must also inform me if you or your crew are unable to continue. The Borg evoke a strong emotional response. They can rattle even trained Starfleet officers. A crew of cadets that have already survived a Klingon attack. Okay. Wie lautet der Status? We all studied Admiral Janeway's Borg tactics, but no one thought we'd have to use them so soon. Good. It's good that the Renown and Kittimer are here, but I know we need to be ready for the day when we're alone against the Collective. The Council is already working with the crew. Do you want them to convey a message from you? Und seine Mannschaft vor der Borg zu schützen. Unsere Berater sind dabei, die aufgewühlte Mannschaft zu beruhigen. Möchten Sie eine Botschaft an die Mannschaft? Ja, ich werde alles tun, was möglich ist. I'll tell the crew what you said and set a course for the next anomaly. Alles klar. If the Borg show up again, we'll be ready. Super. Wir haben die Koordinaten von Punkt Iota auf der Hallo? Überspielt. Führen Sie einen Scan durch, wenn wir uns der Kittimer annähern. Scans abschließen. Okay, Scans der Kittimer abschließen. Das heißt jetzt dort noch. Dort die nächsten Scans machen. Okay. Scanning. Sonde starten. We have your data, and our science team is analyzing it now. Sehr gut. Our tactical teams have eliminated the Borg boarding parties on the Kittimer. Why do you ask? Können wir die Kittimer-Zahlen wieder abbringen? There's an 88.47% chance that you will need my help. Einverstanden. I have 75 million gigaquads of computer memory and an extensive library of files on military tactics and command strategies. Gut. I believe. Mal gucken, was da los ist. Datenbergung fortsetzen. Hier ist die Renung. Wir orten Transwarp-Signaturen der Borg. Noch mehr Borg-Schiffe. Okay, 27%. So, nächstes Schiff. Ich würde eher mal das Schiff da nehmen. Juhu! Okay, dann müsste ich ja jetzt eigentlich nach hinten genau schießen können. Zugewandte Seite ist ausgefallen. Alles
alle Kanonen frei. Alle Waffen abfahren. Noch mehr. Und Torpedos abfeuern. Alle Strahlen also abfeuern. So, nächstes Schiff. Was für ein Gemetzel! Und der letzte muss ich vor allen Dingen weit genug rumkommen, um die Torpedos abfeuern zu können. Was passiert eigentlich, wenn ich mit dem Schiff zusammenstoße? Hat es Collision Detection oder sowas? Okay, gibt's noch eine Welle? Alle guten Dinge sind drei oder alle schlechten auch? Ihr seid nun Sternentos auf so etwas vorbereitet. Okay. Oh no. Da ist ein ganzes Tor. Oh, Wahnsinn. Vielleicht sollten wir doch lieber verschwinden. Was soll ich jetzt machen? Verschwinden wahrscheinlich für ein viel größeres Ziel. Konzentrieren wir vorher auf die letzten verbleibenden Sphäre zerstören. Ah, okay, die anderen sind alle abgehauen schon. Also. Seit wann fliegen die in Kugeln rum? Also wenn ich den seitlich daneben fliege, dann kann ich auf jeden Fall immer beide Phaser abfeuern. Und genau, jetzt konnte ich dann auch schon die Torpedos wieder abfeuern. Okay. Oh! Meine Schilde vorne sind nur noch gelb. Gleich mal wieder ein bisschen aufladen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Auf jeden Fall ist da ein ziemlich großes Sternentor, was da aufgetaucht ist. Und das war's. Okay. Gut, damit war das die dritte Welle. Here is the situation as we see it. The Borg are using the Pollock system as a staging area for a larger invasion. Okay. The Kittimer was badly damaged, and there are many casualties. Captain Yim is gravely injured. But he will recover. Ja. You must go to the Vega-Kolonie vor dem Borg warnen. Okay. The Renown is better equipped to hold off further Borg attacks and assist the Kittimer. It is logical for us to remain here. We will delay the collective, but you must also, warn the colonists at Vega. Okay. This is not a matter of can, cadet. It is a matter of okay. Must. Dann we must buy you as much time as possible. Warten. Okay. In einigen Missionen haben Sie die Möglichkeit, Ihren Kontakt aus der Ferne zu kontaktieren. Klicken Sie dazu auf das Symbol, rufen Sie nach der rechten Seite der Missions... das da. Alles klar. Gut. Alles klar. We have to make our way to Vega as soon as we can, Captain. I just hope we're not too late to warn the colony. Are you ready to go? Jetzt habe ich die nächste da unten drin. Alles klar, die Wissenschaftsoffizieren. Nee, wir verlassen das System jetzt noch nicht, weil das reicht jetzt erstmal soweit ja, für den ersten Einstieg. Es ist auf jeden Fall schon mal recht fesselnd und es gefällt mir wirklich ganz gut. Wovon ich jetzt überhaupt noch nicht weiß, sind das jetzt alles noch Tutorial-Missionen oder geht es schon sozusagen einfach direkt nahtlos ins Spiel über? Und ja, wo hole ich jetzt selber Missionen oder werde ich jetzt einfach hier so durchgeschleust für alles Mögliche? Also keine Ahnung. Aber auf jeden Fall... ja, erst die Klingonen, dann die Borg. Natürlich wird sozusagen gleich von Anfang an das Feuerwerk abgefeuert, was sozusagen Star Trek hergibt. Und
Ja, jetzt habe ich, glaube ich, gerade die Beförderung von auf Leutnant Rang 2 bekommen. Aber gut, soweit für heute, für diese Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Und ja, also Star Trek, hey, was gibt's da mehr zu sagen? Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.